einen Schüleraustausch. Der Kandidat verbringt 2 Wochen in einer russischen Familie. Am Abend möchte er mit russischen und anderen Freunden fortgehen. Ein russischer Gastvater möchte wissen, was du vorhast. Gastvater. Du möchtest in einer Disco, auf ein Konzert oder auf eine Party gehen, das alles gefällt ihm eigentlich nicht. Er möchte wissen, was das für ein Programm ist, wann es beginnt, wann es endet, wer dort sein wird, ob ihr Alkohol trinken werdet, welche Verkehrsmittel werdet ihr benutzen, Taxi, U-Bahn, PKW. Man muss ihn überreden, dass er einen doch hingehen lässt. Das ist schwer, ich bin strenger Vater. Wir werden sehen, welche Kandidaten wie abhängig sind. Für die Jury ganz klar, es hängt nicht davon ab, ob man ihn überredet, sondern wie man es versucht. Eh logisch. So, wir freuen uns auf unsere Kandidaten, Kandidatinnen. Es beginnt Kandidatin 1. Einen Riesenapplaus, eine der tollsten österreichischen Russischschülerinnen. Aus dem BG Eisenstadt, aus dem Burgenland, kommt Raffaella Pintz. Fürs Mikrofon. Ja. Darf ich deinen Gastvater vorstellen, deinen russischen? Die Regeln sind klar, du hast 4 Minuten Zeit. Nach 3 Minuten gebe ich eine kurze Warnung durch, wir sagen noch 1 Minute, nur damit ihr wisst, langsam zum Ende kommen. Okay.